Jetzt schnell noch die Mannschaft des FC Bayern München, der in bester Besetzung spielt, so wie beim letzten Punktespiel gegen die Frankfurter Eintracht, also mit Meier, Kupferschmidt, Beckenbauer, Olk und Schwarzenbeck, das ist die letzte Kette. Dann im Mittelfeld Roth und Kuhlmann, Jung, Ohlhauser, Müller und Brenninger. Anstoß ist erfolgt vom englischen Schiedsrichter Dagnall, Ken Dagnall. Der FC Bayern also in dunkler Spielkleidung im traditionellen Rot, die Spanier ganz in Weiß. Sepp Maier und Beckenbauer, da haben wir gleich die beiden aktuellen Nationalspieler des FC Bayern. Schwarzenbeck, der linke Verteidiger. Das Spiel ist natürlich noch sehr hektisch in diesen ersten Sekunden, möchte man fast sagen. Die beiden Mannschaften werden es nicht ganz leicht haben, sich mit den Platzverhältnissen vertraut zu machen. Der Platz ist heute Mittag erst geräumt worden vom Schnee, der in den letzten Tagen noch einmal über München niedergegangen ist. Und nun zieht Frost an. Der Boden ist schon leicht angefroren. Links außen Brenninger. Ohlhauser gegen den Kapitän, der Spanier Roberto. Freistoß für den FC Valencia. Beckenbauer. Und Olk, der Mannschaftskapitän des FC Bayern. Roth, er soll Druck bringen, Tempo. Rechts außen Jung. Kuhlmann. Gut gemacht von Kuhlmann gegen die Nummer 10. Das war Paquito, Nationalspieler in den Reihen der Spanier. Freistoß für Valencia und jetzt müssen die Spanier kommen. Nach diesem Vorsprung des FC Bayern, da können sie sich nicht auf ihrem 1:1 vom Hinspiel ausruhen und eventuell auf ein Unentschieden auch hier spekulieren, um ein drittes Spiel in Mailand in 8 Tagen zu erreichen. Claramunt, der Linksaußen mit der Nummer 11 war das. Auch erst Nationalspieler. 3 Nationalspieler stehen in den Reihen der spanischen Mannschaft, die sich gegenüber dem Hinspiel von vor einem Monat in Valencia in 2 Positionen geändert hat. Auch der FC Bayern ist umgebaut worden an 2 Stellen mit rechts außen Jung und mit Kuhlmann in der Mittelfeldposition. Sehr schön gemacht, das ist Kuhlmann. Geradlinig das Spiel des FC Bayern und Trainer Tschaikowski, temperamentvoll wie immer bei Bundesligaspielen, sitzt er meist auf der Tribüne, aber bei diesem Spiel, da hält es ihn natürlich nicht dort oben,
da will er direkt bei seiner Mannschaft am Spielfeldrand sein. Und heiß ist es ihm geworden, obgleich hier im Stadion bestimmt minus 6 Grad Außentemperatur ist. Claramunt, der gefährlichste Spanier, so heißt es. Jedenfalls beim Hinspiel war es so in Valencia vor 65.000 Zuschauern. Roberto. Obwohl, das war ein leichtes Foul des Spaniers und Freistoß für Bayern München durch Kupferschmidt, den rechten Verteidiger. Jung, rechts außen. Anstelle von Nafziger in die Mannschaft gekommen, weil er zielstrebiger, spritziger, man darf ruhig sagen, unverbrauchter ist zurzeit. Ein 10,8 Sprinter, vielleicht werden wir das heute noch von ihm sehen. Einwurf muss wiederholt werden, sehr korrekt, der englische Schiedsrichter, aber das haben die Briten ja so an sich, glücklicherweise darf man sagen. Beckenbauer, erster Ausflug mit nach vorn. Ja, das liegt fraglos auch an den Bodenverhältnissen hier. Man weiß nicht so recht, ist der Boden noch getaut oder hat er schon angezogen. Auf alle Fälle ungewohnte Verhältnisse, besonders für die spanische Mannschaft, die in dieser Jahreszeit an der Costa Brava auch abends schon Temperaturen über 20 Grad gewöhnt ist. Cayuela, die Nummer 8 war das eben. Valdo, der Mittelstürmer, ein Brasilianer, die schwarze Perle wird er genannt. Klein, 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 ganz nach dem Geschmack des FC Bayern, der aus der Abwehr heraus steil vorpreschen will. Hans Novak, Bayern-Nationalspieler, er sitzt verletzt auf der Reservebank. Paquito, Claramunt, er sorgt für Tempo. Poli, der Rechtsaußen, bietet sich an. Poli gegen Kupferschmidt. Paquito wieder. Querpässe vor dem Bayern-Strafraum. Nein, das gibt einen Einwurf für die Spanier. Klarer Fall. Poli und der rechte Verteidiger Tatono. Oh, ein Fehlschlag von Beckenbauer, das kann gefährlich werden. Valdo. Gut reagiert von Sepp Maier, er stand ganz genau richtig bei diesem 16-Meter-Schuss von Claramunt, der Nummer 11. Roberto, der Kapitän. Franz Roth. Gut gemacht, Rainer Ohlhauser. Steilspiel, Direktspiel, aber das war mehr in die Beine von Tatono, denn in den Fuß von linksaußen Brenninger. V.
Foulspiel, rot gegen den Nummer 10, Paquito. Roberto Claramunt, sie suchen den Weg durch die Abwehr der Bayern. Und so schwer fällt das, da hat es der FC Bayern leichter. Er kann kontern. Ohlhauser. Jung, schneller, noch schneller. Der erste Eckball in diesem Spiel. Villar köpfte zur Ecke, also Eckball für den FC Bayern. Und da werden manche Daumen gedrückt. Immer wieder Claramunt, die Nummer 11. Roberto. Sicher gemacht von Werner Olk gegen Baldo. Und Einwurf für Valencia. Hier unten vor der Tribüne, da ist es besonders rutschig. Da hat die Sonne heute Mittag die Schneereste nicht wegtauen können. Aber es ist Sand gestreut worden. Mestre. Poli zu Waldo. Oh. Das ist glücklich verlaufen für den FC Bayern nach dieser Fehlabwehr. Und gleich wieder eine Konterchance. Ohlhauser gegen Mestre. Indirekter Freistoß, gefährlich werdendes Spiel. Der Spanier, indirekter Freistoß, Schiedsrichter Dagnall deutet das an durch erhobene linke Hand. Beckenbauer. Das dauert natürlich zu lange bei den Spaniern, um irgendeine Überraschung vorzubereiten gegen den FC Bayern München. Roberto, der Mannschaftskapitän, wieder, wir kennen ihn schon. Nochmal Roberto. Gut gedacht vom Spanier, aber fein aufgepasst von der Abwehr des FC Bayern. Mestre, der Libero. Brenninger-Ohlhauser, aber abgepfiffen, Abseitsentscheidung des Linienrichters. So schlimm war das nicht. Und es gibt auch nur einen Einwurf für den FC Bayern. Jung bietet sich an, der Rechtsaußen. Da
Der Einwurf muss wiederholt werden, diesmal aber für die Spanier. Er war nicht korrekt ausgeführt worden. Beide Beine am Boden und über den Kopf, so wie hier. Poli. Baldo. Sehr gut gemacht von Franz Beckenbauer. Ja, der englische Schiedsrichter lässt das Spiel laufen und ich finde, das ist auch gut so, denn bis jetzt sind beide Mannschaften um eine faire, anständige Partie bemüht. Allerdings, die Bodenverhältnisse, dabei kommt natürlich schon mal ein solcher Zusammenprall zustande. Das war keine böse Absicht von Kapitän Roberto, das war halb so schlimm. Er hat Brenninger auflaufen lassen und das auf eisigem Boden. Freistoß für die Spanier, völlig korrekte Entscheidung. Brenninger hatte den rechten Verteidiger Tartono behindert. Die Zuschauer sahen es andersherum, aber wir haben es ja deutlich auf unserem Bildschirm. Baldo. Ja, gut gegangen, sagt da Robert Schwan, der technische Direktor des FC Bayern. Oder ist es doch nicht gut gegangen? Nein, Werner Olk macht natürlich weiter. Er war in den Schuss hineingeglitten, hat sich etwas gezerrt, aber ich hoffe nicht, dass es schlimmer ist. Jung war ausgeglitten. Aufgestützt hatte sich der Spanier, also Freistoß für Bayern München. Beckenbauer. Kohlhauser. Müller, der Schütze des 1:0 in der dritten Spielminute. Und Kupferschmidt stürmt mit. Der rechte Verteidiger am rechten Flügel. Eine Serie von Missverständnissen, die Spanier profitieren daraus. Mit Poli. Laramund. Etwas ziellos Paquito mit seiner Flanke. Das ist die Bank der spanischen Mannschaft. Nein, das sind die 60er. Das ist die Konkurrenz des FC Bayern. Das war Radenkovic und das war rechts außen Freddy Heiß. Freistoß für den FC Bayern München, Kupferschmidt. Nein, es gibt nur einen Einwurf. Wie gesagt, der englische Schiedsrichter ist großzügig.
nicht ganz getroffen, hatte da eben rot mit dem linken Fuß. Aber bei diesen Bodenverhältnissen schwerer Stand und damit schweres Position bekommen zum Ball. Freistoß für den FC Bayern. Kohli hatte Schwarzen weggestoßen. Oh, etwas planlos von Brenninger. Gut gemacht, Gerd Müller ist ein Kämpfer. Villa, der Schütze des 1:0 im Hinspiel. Das war damals genauso überraschend wie das 1:0 des FC Bayern in diesem Spiel. Der FC Valencia gilt ja als eine Mannschaft, die schnell startet, die gefährlich ist und die gleich in den ersten Minuten Entscheidungen herbeiführt. Aber diesmal war es umgekehrt. Immer noch Jong. Große Verwirrung in der Abwehr der Spanier. Und immer wieder Klarer Mund, der herausragende Mann im Mittelfeld. Ja, das war Franz Beckenbauer, so wie ihn kennen. Und jetzt geht er mit. Kuhlmann. Und da kommt Beckenbauer noch einmal. Etwas zu steil, aber gut gedacht von Kuhlmann. Denn die beiden Angriffsspitzen, Müller und Ohlhauser, die warteten auf den Steilpass. Rainer Ohlhauser, immer wieder Tempo, wenn er am Ball ist. Jung. Breininger. Müller. Abseits, abseits. Müller stand in Abseitsposition. Abelardo, der spanische Torwart, der hat auf alle Fälle großartig reagiert, gerade eben auf Müllers Versuch, den Ball mit dem rechten Fuß leicht an ihm vorbeizuführen. Kuhlmann. Aber das Spiel ist bereits unterbunden. Ja, sie gewinnen entscheidende Zweikämpfe. Für die Bayern immer wieder. Eben Brenninger und dann jetzt gerade Ohlhauser. Kuhlmann. Eckball, nein, das war kein Elfmeter.
Elfmeter. Das war kein Elfmeter im Einsatz zum Ball von Torwart Abelardo gegen Rainer Ohlhauser, der hier ein wenig der Schiedsrichterentscheidung nachtrauert. Aber das kann keinen Strafstoß geben. Das gibt nur einen Eckball. Auf alle Fälle, es war eine ausgezeichnet herausgespielte Chance für den FC Bayern, der es heute meisterlich versteht, aus der Abwehr heraus steil und gefährlich seine Angriffe vorzutragen. Schiedsrichter Ken Dagnall hat auf Ecke entschieden und dabei bleibt es. Breininger. Schwarzenbeck und Beckenbauer. Etwas überhastet für Gerhard Müller, aber diese Chance kam auch allzu plötzlich nach dem Abwehrfehler von Mestre. Tschaikowski, was sagt er seiner Mannschaft? Er drückt weiter aufs Tempo offenbar, aber das scheint mir gar nicht nötig zu sein. Die Mannschaft spielt Tempo-Fußball. Auf alle Fälle er und das Publikum, sie spüren, dass ein zweites Tor möglich ist, dass die Spanier schwimmen und dass sich das Spiel bereits jetzt in der ersten Halbzeit entscheiden könnte. Fehler wettgemacht, seinen Leichtsinnsfehler. Jung, Ohlhauser. Er bekam ihn nicht unter Kontrolle, den Ball, um den entscheidenden Schuss abzuziehen. Und das ist ja auch sehr schwierig heute bei diesen rutschigen Platzverhältnissen mit gefrorenem Untergrund. Aldo. Fabelhaft reagiert Schwarzenbeck gegen Poli. Die Bayern-Abwehr ist kaum auszuspielen. Ohlhauser. Hofer Schmidt. Das ist rechts auf Nachziger, der sonst an der Stelle von Jung rechts außen gespielt hat. Aber sehr schön eben der Beifall der Münchner Zuschauer. Sie machen dem jungen Talent am rechten Flügel Mut bei seinem Versuch eben aufs Tor zu schießen. Sie wollen eine Wiederholung. Leichtfertig von Kupferschmidt. Baldo, die schwarze Perle. Rot gegen ihn.
Tja, Sepp Maier im Tor des FC Bayern ist heute noch nicht allzu sehr beschäftigt worden. Meist hatte er solche oder ähnliche Abschläge auszuführen. Es sind jetzt 30 Minuten genau gespielt hier im Stadion an der Grünwalder Straße. Immer noch 1:0 für Bayern München durch das überraschende Tor in der dritten Spielminute durch Gerhard Müller mit der Nummer 9, der jetzt hier gerade am Ball ist, nach diesem Fehlpass von Roberto. Bedächtig, Schwarzenbeck und Beckenbauer. Oh, ein Fehlschlag, das ist man von Beckenbauer nicht gewohnt. Es kommt eben davon, wenn man zulässig wird. Und jetzt aber wieder Kampf. Kuhlmann. Renninger sehr gut gemacht. Und das gibt keinen Freistoß, denn Villa war nach Ansicht des Schiedsrichters regelrecht eingestiegen gegen den Münchner Linksaußen. Und klarer Mund. Tatono. Ganz klarer Fall für Franz Beckenbauer. Absolut seine Sicherheit am Ball. Ohlhauser, er gewinnt entscheidende Zweikämpfe. Man kann es immer nur wiederholen. Das ist die Stärke der Bayern und das folgende Tempospiel. Müller, Ohlhauser. Ja, da hat sich auch Franz Beckenbauer einmal festgelaufen. Leicht zurück wieder in die eigene Abwehr. Das Spiel ist kurz unterbrochen. Am Boden liegt Villar, der sich eben beim Zusammenprall mit Renninger verletzt hatte. Scheint ein Schlag gegen den rechten Knöchel zu sein. Ausgetauscht werden darf in diesem Europapokalspiel nicht, es sei denn der Torwart. Einige Instruktionen, alles klar. Trainer Cik Czajkowski ist zufrieden. Und Villa kann weitermachen. Volk. Ja, das sind Leichtsinnsfehler, die sich immer wieder beim FC Bayern einschleichen. Klarer Mund. Waldo und klarer Mund. Endstation Beckenbauer. Gekämpft und Konterchance. Jung. Das war selbst für einen 10,8 Sprinter etwas zu steil.
Maestre, der Libero, er versucht es einmal einen Weg zu finden. Aber die Bilder gleichen sich inzwischen. Spanische Versuche, die Bayern-Abwehr auszuspielen. Claramunt sieht da immer noch am besten aus. Hier gegen Werner Olk und wieder ein entscheidender Zweikampfsieg. Sowas gibt natürlich Freistoß, wenn man den Gegner festhält. Ja, wer wagt die Partie im Eise? Der Spanier lässt den Ball lieber ins Ausgleiten. Querpässe über Querpässe. Und so enden dann die Versuche, steil zu spielen. Immerhin ein Einwurf für die spanische Mannschaft durch Cayuela. Hans Roth, hier bahnt sich ein neuer Versuch an und es blieb bei dem Versuch. Die spanische Abwehr ist inzwischen zuverlässiger, aufmerksamer geworden. Sie hat den Schock des frühen 1:0 für Bayern München offensichtlich überwunden, aber sie hat noch nicht ein Mittel gefunden, die starke Abwehr des FC Bayern auszuspielen. Dazu werden allzu selten die Flügel angespielt. Dazu gibt es viel zu häufig die Versuche, in der Quere einen Weg nach spanischer Kombinationsmethode zu finden. Und das ist bei diesen Bodenverhältnissen nicht das Richtige. So was ist besser, was Franz Beckenbauer hier andeutet. Wieder leichtes Foul des linken Verteidigers. Wieder Gagne gegen Jung. Und wieder ein Freistoß für den FC Bayern. Kuhlmann. Jung gegen wieder Gagne, das war ganz astrein. Es gibt einen Einwurf für die Bayern. Ja, so schlimm war das wirklich nicht. Die englischen Schiedsrichter sind in solchen Situationen großartig. Sie behalten die Übersicht, die Ruhe. Sie wissen zu unterscheiden zwischen Foulspiel und erlaubter Härte im Zweikampf. Hier in München sind inzwischen 40 Minuten gespielt, immer noch 1:0 für den FC Bayern und das Spiel hat verständlicherweise etwas nachgelassen, da die Spanier nicht in der Lage sind, die Bayern-Abwehr auszuspielen, oder sollten sie es doch tun? Nein, Sepp Maier hier. Und der FC Bayern, der ist natürlich auf Sicherheit bedacht. Wir wünschen uns allerdings, dass seine Konterversuche etwas häufiger gelingen mögen, damit wieder mehr Abwechslung ins Spiel kommt, wie hier durch Kuhlmann. Zu lange den Ball geführt und Chance für Maestre, der hier noch einmal am Ball ist.
hat sich durchgesetzt. Schwarzen weg, Brenninger. Rainer Ohlhauser, heute gut aufgelegt. Ja, die 60er wissen, woran es liegt. Das ist die Mannschaft von München 1860 in charmanter Umgebung. Kolas, Heiß und Peter Radenkovic. Das liegt an den Bodenverhältnissen, deutet Sepp Maier an, bei dieser Rückgabe von Schwarzenbeck war es zu ihm. Und damit Eckball für Valencia. Warme Hände behalten. Souverän Sepp Maier, der Nationaltorwart. Kuhlmann. Dauert zu lange. In der dritten Spielminute haben die Münchner das besser gemacht. Schneller, steil und Tor. Dennoch schmeckt ihm die Zigarre. Tono, der rechte Verteidiger, ein schlanker, großer, blonder Bursche, gar nicht der Typ eines Spaniers, aber der eines guten Verteidigers. Großartiger kämpferischer Einsatz immer wieder, aber schwacher Abschluss, darunter leidet dieses Spiel etwas. Ein Blick auf die Uhr von Schiedsrichter Dagnall. In wenigen Sekunden gibt es den Halbzeitpfiff. Einwurf ist zu wiederholen. Halbzeit im Stadion an der Grünwalder Straße in München. Der FC Bayern verdient verdientermaßen 1:0 in Führung gegen Valencia. Nach einem Spiel, das überraschend und temperamentvoll begonnen hatte mit dem schnellen Führungstor von Gerd Müller,
das dann aber auf dem schweren Boden nicht immer ganz das gehalten hat, was wir uns versprochen haben. Doch noch sind 45 Minuten zu spielen. Warten wir ab. Die Ordnung weist darauf hin, dass das Werfen von Feuerwerkskörpern verboten und strafbar ist.